Ja, grundsätzlich komme ich sehr gerne her. Ich hatte es ja vorhin schon in der PK erzählt gehabt. Mein Mann kommt aus Düsseldorf. Damit ist die Verbindung zu der Stadt natürlich noch mal ein bisschen eine andere. Ich habe die Menschen alle sehr lieb, freundlich und aufgeschlossen kennengelernt. Es war immer schön, wenn ich hier sein durfte oder Familie besucht habe oder irgendwie. Und so ist auch der Wettkampf. Man kommt in die Halle rein und die Menschen sind freundlich. Die freuen sich darauf, Sport sehen zu wollen und freuen sich auch darauf, die Sportler unterstützen zu wollen. Also es ist nicht so, dass man ständig so antreiben muss und sagen muss, jetzt klatscht doch mal oder macht mal Rhythmus. Im Gegenteil, man muss ja manchmal so, oh, ganz ruhig, ich bin da gar nicht so weit. Also das ist halt einfach unheimlich toll. Das Meeting ist toll organisiert, es ist für die Sportler gemacht. Es geht tatsächlich darum, dass der Sportler so gut wie möglich seine Leistung abrufen kann. Egal, ob das jetzt darum geht, die Geräte abzugeben und die kontrollieren zu lassen oder ob das der Callroom ist, der dann höflich miteinander umgegangen wird und dann eben auch nicht 3 Stunden im Callroom sitzen muss, sondern dann zur Anlage gebracht wird, wo man sich schon orientieren kann und gucken kann, wo sitzt denn, was weiß ich, die Fangemeinschaft, die auch hierher kommt. Oder wie ist denn der Ring ausgerichtet, wo kann ich mir ein Ziel suchen und, und. Also das ist alles, wie gesagt, pro Sportler gemacht und das macht mir jedes Mal, wenn ich hier sein darf, Spaß. Man darf sich auf Weltklasse-Leistungen freuen. Wir sind das Finale einer weltweit organisierten Leichtathletik-Tour und damit haben wir die besten Athleten der Welt hier am Start. Wir machen ein Sportfest für die Sportler und das akzeptieren die Sportler, das wertschätzen sie, indem sie dann noch kommen. Und wenn dann junge Sportler eingeladen werden, wenn sie noch nicht erfolgreich sind und dann später in ihrer Karriere in der Weltspitze ganz oben mitmachen, erinnern sie sich daran und kommen wir gerne wieder nach Düsseldorf. Und das ist das Geheimnis, ist eigentlich, dass wir ein Sportfest für Sportler machen. Ich wünsche mir, den ersten Platz hier morgen wiederholen zu können und mit einer guten Leistung, am besten so wie bei den deutschen Meisterschaften, mal sehen. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen, es ist leider noch nicht ganz wieder rum. Aber wie gesagt, die Stimmung ist gut, der Ring ist gut, es ist alles dafür getan.